Einen wunderschönen guten Morgen. Wir haben sehr gut geschlafen auf diesem Campingplatz, aber das ist auch schon das einzig Gute daran. Wir haben gestern noch ein paar Stellplätze ausprobiert, ob es da irgendwie Strom gibt, aber die Hälfte der Stromsäulen sind wohl kaputt oder ausgeschaltet. Wir haben dann eine gefunden mit Strom. Die Duschen und Sanitäranlagen sind unter aller Sau, also nicht weiter zu empfehlen. Ja, wir machen uns heute einen gemütlichen Tag. Wir gehen nochmal an den Strand, wir schauen uns noch ein paar Sachen an, dass wir morgen dann fit sind für unsere nächste Wanderung. Da steht wieder ein Munro aus. Ein Munro ist ein Berg, der über 3000 Fuß hat. Und da kommt dann morgen ein weiterer auf unsere Liste. Viel Spaß! Gestern waren wir ja noch an der Strati Bay, dem riesigen, schönen Sandstrand. Und jetzt gehen wir zum Strati Point. Und gestern Abend hat es noch ein bisschen geregnet, ganz leicht, aber auch nicht wirklich viel. Und heute schon wieder strahlender Sonnenschein. Das Wetter meint es echt gut mit uns. Ja, wir haben einen wunderschönen Rastplatz gefunden für die Nacht, direkt zwischen Loch Hope und Ben Hope, unserem morgigen Ziel. Da machen wir eine Bergtour auf den Ben Hope rauf. Und das heißt für uns heute ein bisschen früh schlafen gehen. Wir machen uns jetzt noch einen gemütlichen Abend. Ich werde mir Pasta kochen, dann gibt es wieder mal ein Pesto und mal schauen, was es sonst noch gibt. Ich zeige euch jetzt mal den Platz von uns. Hier ein größerer Parkplatz neben einer total schmalen Straße. Hier fährt so gut wie kein Auto vorbei. In der letzten Stunde ist nicht ein Auto vorbeigefahren. Und ja,
Sieht doch richtig gemütlich aus. Ja, wir haben fertig gespeist, war sehr, sehr lecker. So lecker, dass einem die Haare ausfallen. Und mit diesem flachen Witz verabschiede ich mich für heute. Wir sehen uns dann morgen, wenn es heißt, auf zum Ben Hope.